Ich habe diesen Drehort gewählt, weil ich hier wohne. Ich fühle mich hier ganz wohl. Ich habe das so gestaltet, dass ich mich hier sicher fühle, dass hier warm drin ist für mich, dass alles so geordnet ist. Ich bin zwar eigentlich ein sehr chaotischer Mensch, aber in meinem Zimmer brauche ich Ordnung. Das ist wenigstens dann die einzige Oase und der einzige Ort, wo dann ein bisschen alles geordnet ist und alles an seinem Platz steht und so. Und ich denke, das ist genau einfach der sicherste Raum. Darum möchte ich hier drehen. Geboren und aufgewachsen bin ich in Essen, im Ruhrgebiet, Nordrhein-Westfalen. Und 1986 bin ich in Essen geboren. Allerdings habe ich auch ein Jahr lang in Spanien gelebt. Meine Eltern sind damals, da war ich so ungefähr 4 Jahre, sind sie zurück nach Spanien zurück emigriert, haben das ein Jahr lang versucht und gedacht, so, nee, das ist es doch nicht. Und dann sind sie wieder zurück nach Deutschland gekommen. Da habe ich dann gewohnt, bis ich 21 wurde ungefähr, und mit 21 bin ich dann nach Berlin gezogen. Meine Mutter ist relativ jung auch nach Deutschland gekommen, so ich glaube, sie war ein junger Teenager, um die 12 Jahre, oder ein bisschen älter, um den Dreh. Ist aus einer sehr katholischen Familie aus dem Süden in Spanien. Hat eine sehr, sehr katholische Mutter, eine ganz tolle Mutter, aber eine sehr katholische. Ich glaube, das ist der katholischste Mensch auf der Welt, meine Großmutter, aber trotzdem ein riesengroßes Herz. Meine Mama ist nach Gelsenkirchen gezogen mit ihrer Familie und mein Papa auch. Und dort haben sie sich kennengelernt. Und zu meiner Mutter ist zu sagen, sie wurde sehr, sehr, sehr früh schwanger. Sie ist mit 16 schwanger geworden mit meiner Schwester und arbeitet auch in einer kirchlichen Einrichtung. Ist nichtsdestotrotz sehr modern, ist ein recht moderner Mensch, legt sehr viel Wert auf ihr Outfit und sehr sozial. Und ich denke, ich habe sehr viele Züge von ihr übernommen. Sie ist mir sehr wichtig, natürlich, wie fast jedem Menschen seine Mutter sehr wichtig ist. Nichtsdestotrotz wünsche ich mir manchmal mehr Kontakt oder mehr Verständnis, mehr Verbindung. Mein Vater, das ist glaube ich schon ein bisschen schwieriger, ist ungefähr zeitgleich nach Deutschland gekommen. Er war dann ungefähr 4, 4,5, 5 Jahre älter als meine Mutter, wurde dann sozusagen mit 21 Vater, kommt auch aus dem Süden aus Spanien, auch aus ähnlichen Verhältnissen wie meine Mutter, sehr dörflich, ist ein sehr impulsiver Mensch. Ihm fällt schwer, seine Sachen, seine Gedanken zu formulieren und sich an neue Gegebenheiten schnell anzupassen, wie zum Beispiel meine Sexualität. Das war schon alles ein bisschen schwierig für ihn. Er ist auch ein eher Mann der Tat, nicht wirklich einer, der viel überlegt. Er arbeitet mit den Händen, darin liegt seine Stärke und seine Kraft. Schafft es aber gerade die Kurve zu kriegen so und wird immer cooler mit dem Alter. Also es wird immer spannender, immer lustiger. Er hat sich gerade ein Hobby zugelegt, er lernt Gitarre und hat vor kurzem auch eine riesengroße Show inszeniert, ein Konzert, wofür ich moderiert habe, in dem er ein paar große Stars aus Spanien eingeladen hat, so die Gitarre spielen, und er wird immer cooler mit dem Alter. Ich habe eine Schwester, ich habe eine fabelhafte, tolle Schwester. Meine Schwester ist 4,5 Jahre älter als ich. Wir sehen uns sehr ähnlich, viele halten uns für Zwillinge. Meine Schwester ist nicht nur meine große Schwester, sie ist teilweise ein Mutterersatz gewesen, aber am allermeisten ist sie meine beste Freundin, meine Mitstreiterin, meine. Sie ist für mich da, wenn ich sie brauche. Sie weiß ganz genau, wie es mir geht. Wir telefonieren fast jeden Tag. Wenn sie nicht da wäre, wäre ich nicht der Mensch, der ich jetzt bin. Und sie ist, glaube ich, der wichtigste Mensch in meinem Leben. Und sie ist einfach fantastisch. Also ich kann sie bei allen anrufen. Sie weiß wirklich so gut wie alles über mich. Ich kann mit ihr feiern gehen. Sie kennt meine Lebenswelten. Wir sind zwar nicht aus der gleichen, aber sie kennt sie. Und ich vergötter sie einfach und ich schaue auch zu ihr hoch und das ist fantastisch, ja. Nein, das war nicht immer so. Wir haben schon unsere Zeit gebraucht, bis wir uns aneinander genähert haben. Wir haben vor kurzem erst bei Facebook genau darüber geredet, lustigerweise.
Die ersten, wie das halt so ist, die ersten 10, 12, 13 Jahre zofft man sich, man zieht sich gerne an den Haaren. Ich war eine kleine Prinzessin, sie war in der Pubertät und wir haben eine Zeit lang gebraucht. Aber dadurch, dass wir eine kritische Kindheit hatten oder nicht die einfachste Kindheit, haben wir schnell gelernt, auch zueinander zu halten und uns gegenseitig zu helfen. Und wir sind unheimlich stark zusammengewachsen und uns verbunden, ja. Meine Kindheit war sehr komplementär. Meine Eltern haben viel gearbeitet. Ne? Sie sind die zweite Generation hier in Deutschland, hatten nicht die Möglichkeiten, was Bildung angeht, wie andere Menschen, mussten viel arbeiten, wollten viel arbeiten, um sich und uns eine tolle Zukunft aufbauen zu können, hatten Ansprüche, Haus, Auto etc. Und deswegen auch wenig Zeit für uns. Ich hatte von Anfang an eine Tagesmutter, sowas wie eine Nanny. Das war zuerst unsere Nachbarin und es hat sich dann so ergeben, dass das dann meine Tagesmutter wird, beziehungsweise ihre Tochter nochmal, die so alt ist wie meine Mama, wurde sozusagen meine zweite Mutter, sowas wie ein Mutterersatz, aber auch zweite Mutter. Sie war dann statt meiner Mutter für mich da und ich hatte von immer an schon zwei Mütter, drei Großmütter, mehrere Großväter und das war halt unheimlich bereichernd. Es war ein bisschen auch, also ich habe schon gemerkt, so okay, bei meiner Mama 1 kann ich das machen, bei Mama 2 kann ich das machen. Einerseits wurde ich sehr verwöhnt. Teilweise vielleicht auch verzogen, habe wirklich alles gemacht. Meine zweite Mama ist Pädagogin. Ich habe alle möglichen Dinge ausprobiert, die pädagogische erzogene Kinder halt so machen. So von Basteln, Seidenmalerei, Töpfern. Wir sind ins Zirkus, zum Zoo. Wir haben wirklich alles gemacht. Also das war eine ganz, ganz tolle Kindheit. Was meine biologischen Eltern dann hingegen anging, war es halt schon ein bisschen schwieriger, dadurch, dass sie nicht so viel da waren. Dadurch, dass sie einfach auch sehr impulsiv waren, ich glaube, teilweise auch überfordert waren, so junge Eltern zu sein, mit ihrer Ehe, die sehr, sehr früh begann, auch bestimmt überfordert waren, war es halt nicht immer sehr harmonisch bei uns zu Hause. Und ich glaube, das ist einfach für Kinder in unserem Alter sehr schwer zu verstehen. Und da mussten dann meine Schwester und ich dann halt auf, ne, was ich gerade schon gesagt habe, zusammenhalten. So kam es, dass ich dann halt, glaube ich, sehr, sehr komplementär aufgewachsen bin. Sehr, sehr, einerseits sehr verwöhnt, andererseits schon sehr streng. Ich durfte nicht immer die Person sein, die ich wollte, auch in meiner Kindheit. Ich wollte als Kind immer eine Prinzessin sein schon. Meine Tagesmutter hat mir ein Kleid genäht, das ich mir gewünscht habe, ein Prinzessinnenkleid. Das wird dann von meinem Vater quasi mir vom Leib gerissen. Das war schon sehr traumatisch, daran kann ich mich erinnern. Ich war sehr, sehr jung, aber daran kann ich mich erinnern. Bei meiner Tagesmutter durfte ich alles machen. Ich durfte mich schminken, ich durfte hochhackige Schuhe tragen, ich durfte Prinzessin spielen den ganzen lieben langen Tag. Zu Hause muss ich dann wieder der Junge sein. Mein Vater hätte am liebsten typischen spanischen Maka, Macho. Jungen gehabt, so, der Frauen verführt, Fußball spielt. Das war ich aber nie. Ich habe mich für Kunst interessiert, ich habe mich für Theater interessiert, ich wollte tanzen, ich wollte immer singen. Ich war schon ein sehr aufgewecktes Kind. Also Videos von mir zeigen, ich bin immer am Singen, ich bin immer am Tanzen, ich bin immer am Hüpfen, sehr kommunikativ, habe alle Menschen angesprochen, hatte wahnsinnige Ideen, wollte mich immer verkleiden, bin rausgerannt und habe Freunde gefunden. Das war halt immer ganz, ganz. Mein Leben schon war ein Abenteuer als kleines Kind. Hatte ganz viele Freunde, ganz viele Aktionen, ganz viele Hobbys. Genau.